Herzlich willkommen zum vierten Teil der Airbus A310 Tutorial-Reihe im Microsoft Flight Simulator. Und wir waren das letzte Mal dabei stehen geblieben, dass wir unsere Before Takeoff Checklist gelesen haben. Stehen jetzt also an der Startbahn 2-3 links in Düsseldorf, ready for departure. Hüpfen wir also direkt ins Cockpit und starten jetzt hier auf unserer Departure. Als kleiner Recap nochmal, wir fliegen die Dodenliner Tango Departure Route, die führt uns erstmal 4,5 Meilen geradeaus, dann biegen wir in Richtung Süden ab. Und sollten wir einen Engine Failure haben, können wir geradeaus 25 Meilen von Düsseldorf fliegen und dann auf 3000 Fuß steigen für einen neuen Anflug auf die Runway 2 3 Left. Clearance haben wir bekommen, Approach Sektor ist clear und Takeoff Sektor, soweit wir das sehen können, ist auch clear. Lichter sind an, dann lösen wir die Parkbremse, schieben ein bisschen Schub rein, dass sich der Flieger bewegt und dann geht's auf die Startbahn und wir starten in Richtung München. Wenn wir den Flieger auf die Centerline gebracht haben, dann starten wir noch schnell die Uhr. Dann, wie wir es aus dem Airbus 320 kennen, schieben wir 50% N1 rein. Gucken, dass unsere Triebwerke gleichmäßig und stabil hochlaufen. Das ist der Fall und dann drücken wir hier auf den Knopf, das ist unser Toga-Knopf. Und dann haben wir Thrust, SAS und Heading. Takeoff Thrust ist set. Knots. V1, rotate. Positive climb. Gear up. Ging schön erstmal unseren Flight Director hinterher. Auch gerade schön beim Takeoff gemerkt, der Wind von links drückt uns so ein bisschen immer nach rechts, da müssen wir entsprechend immer ein bisschen gegen korrigieren. Dann haben wir jetzt Profile Thrust, Profile Climb und NAV. Das heißt, der Flieger ist jetzt im LNAV und im VNAV Modus. Wir können einfach den Flight Director hinterher fliegen. Müssen eventuell noch ein bisschen nachtrimmen, das kann gut sein. Und dann sind wir über die S-Speed drüber, das heißt, wir können die Flaps einfahren. Flaps 0, Speed checked. Flaps 0. Um unsere Workload im Cockpit ein bisschen zu reduzieren, können wir dann auch jederzeit gerne den Autopilot mit dazu nehmen, Autopilot 1. Der kümmert sich jetzt also ums Fliegen. Wir sind über der Green Dot Speed. Das heißt, wir können die Lichter an den Fahrwerken schon einmal ausschalten, die Runway Turnoff Lights also ebenso und die Spoilers werden oder die Speedbrakes werden wieder disarmed. Dann steigen wir jetzt auf die 5000 Fuß. Wir haben vom Lotsen jetzt Simulated die Clearance auch bekommen, direkt weiter zu steigen. Und steigen zunächst mal auf Flight Level 140. Wenn euch das ganze Eindrehen ein bisschen zu langsam geht, könnt ihr gerne auch den Shift-Button mit dazu nehmen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und jetzt sind wir auch durch die Transition Altitude durch. Das heißt, wir können einmal unser Q&H umstellen. Und zwar ziehen wir dazu einmal hier am Knöpfchen und dann seht ihr hier unten steht auch Pulse Standard dabei. Sollte hier auch die Standard Indication aufkommen, das ist der Fall, und dann sagen wir Q&H ist Standard, Passing Flight Level 5.8 Now, gucken gleichzeitig natürlich auch einmal, dass hier entsprechend die gleiche Höhe angezeigt wird und beim ersten Offizier drüben auch. Das ist der Fall, Flieger dreht in Richtung Süden auf der Departure ab und dann sind wir auf dem Weg in Richtung München. Wunderschöner Ausblick auf Düsseldorf. Zum Glück haben wir den Autopiloten schon an, sonst hätten wir das jetzt verpasst. Ihr könnt aber auch sehen, dass der Airbus A310 massiv Power hat. Das heißt, wir sind jetzt mit einer Vertical Speed von fast 4000 Fuß pro Minute unterwegs. Sind entsprechend also auch schnell durch Flight Level 100 durch, können unsere Landing Lights ausschalten. Der Flieger beschleunigt jetzt von den 250 Knoten, die er vorher angepeilt hatte, auf die Climb Speed. Das sind in unserem Fall jetzt 308 Knoten. Das checken wir auch einmal, dass der Flieger das so macht. Das ist der Fall. Und ihr seht, auch trotz der Beschleunigung vom Flieger sind wir immer noch mit über 2000 Fuß pro Minute unterwegs. Mit dem A310 kommt man also kurz gesagt schnell auf seine Reiseflughöhe. Apropos Reiseflughöhe, auf die dürfen wir jetzt auch direkt weitersteigen. Und zwar hat uns der Lotse da jetzt schon die Clearance gegeben und dann steigen wir einmal hoch auf Flight Level 350. Auf unserem TRP, dem Thrust Regulation Panel, könnt ihr hier unten sehen, hat der Flieger automatisch jetzt in den Auto-Mode gewechselt. Der Flieger ist jetzt also, seht ihr hier oben, im Climb Thrust unterwegs, hat ein Thrust Limit von
102% N1 und mit diesem Thrust Limit fliegt er uns jetzt auf Reiseflughöhe hoch und solange der Flieger hier unten im Auto-Mode ist, müssen wir uns da auch nicht weiter drum kümmern. Jetzt müssen wir das Fahrwerk noch einmal in die Off-Position stellen. Das sieht erstmal nicht so aus, als gäbe es hier eine, kennt man ja sonst aus dem Airbus auch nicht. Da es aber ein alter Airbus ist, hat auch der noch eine Off-Position. Also schalten wir den Landing Gear Lever noch einmal auf Off und lesen dann unsere After Takeoff bzw. die Climb Checklist. After Takeoff, Slats Flaps are retracted, Landing Gear. Up and Neutral, Packs sind auf On und Altimeters sind auf Standard Level 158. After Takeoff Checklist completed und die nächste Checklist ist dann erst wieder später die Approach Checkliste. Pitch schaut mittlerweile auch okay aus, Wettervoraus ist in Ordnung, das heißt wir können die Seatbelts einmal auf Off schalten, dann kann die Kabine sich abschnallen und wir steigen jetzt auf Reiseflughöhe und fliegen in Richtung München. Wenn wir einen guten Tag haben, dann gibt uns der Lotse vielleicht auch noch ein Direct, das zeige ich euch auch einmal, wie ihr das eingebt. So wie im 320 geht ihr hier unten einfach einmal auf die Direct Page und könnt dann hier die ganzen Wegpunkte sehen, die in eurem Flugplan hinterlegt sind. In unserem Fall haben wir jetzt vom Lotsen ein Direct nach Dinkelsbühl bekommen, nach Delta Kilo Bravo. Dann wählen wir das aus, hier oben kommt jetzt ein Insert-Fenster. Das wählen wir einmal aus und dann sollte der Flieger jetzt in einem Rechtsturn direkt nach Dinkelsbühl fliegen. Das ist auch der Fall. Ihr seht hier oben, der nächste angepeilte Wegpunkt ist Dinkelsbühl in Richtung 131 Grad und der Wegpunkt ist immerhin 170 Meilen entfernt. Also doch ein schönes Direct, was uns jetzt der Lotse gegeben hat. Ähnlich zur 737 müssen wir auch hier regelmäßig unseren Heading Select Knopf synchronisieren. Das hat einfach damit zu tun, sollte der Flieger plötzlich im Reiseflug aus dem NAV-Modus rausspringen und wir hätten noch ein komplett anderes Heading eingedreht, dann würde der Flieger logischerweise, so wie er konzipiert ist, dann in die Kurve gehen. Das möchten wir natürlich optimalerweise verhindern und deswegen drehen wir hier immer unser Heading-Knopf ungefähr auf das, was unser Flugzeug dann auch tatsächlich fliegt. Jetzt warten wir mal kurz, bis er die Kurve fertig hat und dann kommen wir so bei ungefähr 137, 138 Grad Heading raus und so stellen wir jetzt auch entsprechend hier oben unser Heading-Bug ein. Hier unten haben wir auf dem ICAM aktuell eine Memo, die uns sagt, dass die TAT, also die Total Air Temperature, in Icing Range ist. Das heißt, wir befinden uns temperaturmäßig aktuell in einem Fenster, in dem wir mit Icing rechnen müssen. Icing tritt aber nur dann auf, wenn wir Visible Moisture haben, also sichtbare Feuchtigkeit in der Luft, folglich wenn wir in Wolken sind oder im Nebel sind, was ja aktuell nicht der Fall ist. Deswegen müssen wir auch kein Anti-Ice mit dazu nehmen, aber der Flieger weist uns nochmal darauf hin, dass wenn wir Visible Moisture hätten, dass wir jetzt auch das Anti-Ice einschalten müssen. Ansonsten sind wir noch mit 8,5 Tonnen Sprit unterwegs. Flieger wiegt aktuell 107,3 Tonnen und wir haben eine Total Air Temperature gerade draußen von 0 Grad Celsius. Also so, dass es gerade so richtig schön frieren würde. Dann steigen wir jetzt weiter in Richtung Reiseflughöhe und dann sehen wir uns wieder, wenn wir oben auf Flight Level 350 angekommen sind. Wir nähern uns langsam der Reiseflughöhe, wir sind schon auf 33.000 Fuß und aufgrund unserer hohen Steigrate ist es wichtig, dass wir rechtzeitig auf dem Flieger aus dem Profile-Mode rausholen und ihn in den Vertical Suite bringen. Eine ganz grobe Regel, die ihr euch merken könnt, ist, dass ihr die letzten 1000 Fuß zu einer Höhe mit maximal 1000 Fuß pro Minute fliegen solltet und die letzten 2000 Fuß bis zur anvisierten Höhe maximal mit 2000 Fuß pro Minute. Jetzt sind wir also auf Flight Level 350 haben wir eingedreht, jetzt also noch mit maximal 1000 Fuß pro Minute. Das hat folgenden Hintergrund, und zwar, wenn wir mit einer relativ hohen Vertical Speed jetzt gerade hier im RVSM Airspace unterwegs sind, dann könnten wir versehentlich bei anderen Flugzeugen TCAS Resolution Advisories auslösen, weil unsere Vertical Speed aktuell so hoch ist. Unser TCAS berechnet ja immer voraus, wo wir innerhalb der nächsten 45 Sekunden sein werden. Und wenn wir natürlich mit einer Vertical Speed von 2300 Fuß pro Minute hier jetzt gerade durch die Höhen schießen und ein Flugzeug vielleicht 2000 Fuß über uns ist, obwohl wir ja 1000 Fuß drunter eigentlich den Level-Off machen wollten, könnte es trotzdem dazu führen, dass wir eine Resolution Advisory bekämen und der andere Flieger eben dann auch. Und das möchte man natürlich verhindern, deswegen die letzten 1000 Fuß immer mit maximal Vertical Speed 1000 und die letzten 2000 Fuß mit maximal 2000 Fuß Vertical Speed. Das haben wir jetzt gemacht. Ihr seht, der Flieger ist im All-Star-Modus. Er captured jetzt also gleich die Höhe, die wir eingedreht haben. Flight Level 350 war ja auch die geplante Reiseflughöhe. Und wenn wir jetzt wieder im Alt-Modus sind, also der Flieger wieder seine aktuelle Höhe hält, dann könnten wir ihn theoretisch wieder in den Profile-Mode schicken. Das hat aber den Nachteil, dass im Profile-Mode, gerade bei Turbulenzen, der Flieger sehr stark versucht, die Höhe zu halten, während er im Altitude-Hold-Modus so ein bisschen mehr Spielraum hat. Deswegen gerne auch den Flieger jetzt für den Reiseflug in Altitude Hold lassen.
Unsere Cruising Mach Number war heute Mach Decimal 80, das heißt, auch die können wir noch einmal eindrehen. Dann beschleunigt der Flieger noch auf seine Reisefluggeschwindigkeit und wir sind jetzt entspannt auf Level 350 unterwegs. Können hier noch einmal auf Airports umschalten und dann sehen wir, dass es jetzt relativ zügig in Richtung Frankfurt geht. Dann werden wir an Frankfurt vorbeifliegen, Richtung Dinkelsbühl runter. Hier seht ihr EDDF, das ist der Frankfurter Main Flughafen. Und dann geht es an Nürnberg vorbei, Richtung München runter. Wenn ihr wissen wollt, wie weit es noch zu fliegen ist, dann schaut ihr einfach hier unten einmal auf die Progress-Page. Und die kennt ihr ja auch schon aus dem A320, mehr oder weniger. Wir sind jetzt also auf Reiseflughöhe, Flight Level 350. Das Optimum Flight Level wäre sogar noch etwas höher, Flight Level 392. Und das Maximum aktuell Flight Level 400 roundabout. Hier unten sehen wir jetzt, wir haben noch 263 Meilen zu unserer Destination. Das heißt, das ist das gesamte Routing, was wir jetzt noch abfliegen. Und wenn ihr sehen wollt, wie weit es Luftlinie ist, dann gebt ihr einfach euren Arrival Airport mit der Arrival Runway ein. In unserem Fall München Runway 08 Left. Und gebt das hier bei Place Bearing Distance ein. Und dann könnt ihr hier entsprechend die Distanz sehen. Und zwar ist das Bearing in Richtung München 131 Grad und die Direktdistanz dorthin 184 Meilen. Es macht auch Sinn, sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wann man seine Reiseflughöhe verlassen möchte. Und in unserem Fall sind wir auf 35.000 Fuß. Ganz gute Faustregel ist immer, die vorderen zwei Zahlen, in unserem Fall die 35 mal 3 zu nehmen. Dann kommen wir auf 105, also brauchen wir ungefähr 105 Meilen, um nachher unsere 35.000 Fuß abzubauen. Jetzt liegt München ja nicht auf Meereshöhe, sondern auf 1500 Fuß. Das heißt, wir müssen vielleicht auch nur 34.000 Fuß sinken. Das wären dann entsprechend nur noch 102 Meilen. Wir brauchen aber nochmal ungefähr 10 Meilen, um Geschwindigkeit zu reduzieren. Also ungefähr 112 Meilen vom Airport entfernt sollten wir in unseren Descent gehen. Jetzt haben wir noch 180 Meilen, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wir müssen das auf jeden Fall so ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten können wir jetzt im Reiseflug uns auch schon mal ein Wetter holen von München. Das ist ja auch schön, dass das hier über die MCDU so einfach geht. Und zwar gehen wir wieder aufs Menü, dann unter ACAS. Und dann können wir unter ATIS uns jetzt eine Wetterinformation für München anfordern. Einmal auf Send klicken, dann seht ihr hier unten Company Message Received. Und dann können wir unter Messages unsere Meter für München einmal aufrufen. Aktuell haben wir in München Windvariabel mit einem Knoten, 1600 Meter Sichtweite, 550 Meter Vertical Visibility, also Runway Visual Range. Das heißt, das ist so das Minimum, was wir gerade so noch fliegen können, ohne eine Autoland machen zu müssen. Und dann haben wir hier für die Runway 08 Left eine Sichtweite von 2000 Fuß mit einem neutralen Trend. Es wird also nicht besser, es wird aber auch nicht schlechter. Für die Runway 08 Right haben wir 1800 Meter mit einem sich verbessernden Trend. Also da wird die Sichtweite jetzt tendenziell wieder etwas mehr. Wir haben Fog obviously am Platz aktuell, Overcast auf 200 Fuß. Die Bewölkung, also eine sehr, sehr niedrige Hauptwolkenuntergrenze. Das steht übrigens für Becoming Fog, also es wird erst nebelig, aber obviously ist es auch schon nebelig. Wir haben 5 Grad Außentemperatur, Taugrad ebenfalls 5 Grad und wir haben ein QNH von 1033. Becoming, das ist der Trend. Es soll also die Sicht jetzt in der nächsten Zeit auf 1700 Meter gehen. Ist also jetzt keine sonderlich gute Tendenz. Mit 550 Fuß kann man gerade so normalerweise noch von Hand landen. Das heißt, man muss ja spätestens meistens bei 200 Fuß über der Bahn die Bahn in Sicht haben. Das ist ja dann spätestens da der Zeitpunkt, wo unser Minimum ausgerufen wird. Sollte unser Minimum drunter liegen oder sollten wir die Bahn erst später sehen, dann dürfen wir nur landen, wenn wir eine Autoland machen. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt im ersten Anflug einfach mal eine Manual Landing zu machen, dass wir den Flieger auch mal von Hand versucht haben zu landen. Und wenn das nicht klappt, dann können wir einfach durchstarten. Und dann würden wir nochmal einen Anflug unter CAT 2 bzw. CAT 3 Bedingungen vorbereiten. Das würde dann also wiederum bedeuten, dass der Flieger dann eine Autoland macht. Auch das kann der Airbus A310, muss halt nur entsprechend für vorbereitet werden. Da es für uns ja jetzt gar nicht mehr so weit nach München ist, können wir eigentlich auch schon mal die Karte raussuchen und dann unseren Anflug briefen, was wir da gleich in München vorhaben. Wir erwarten nachher über den Wegpunkt Rokil nach München zu kommen. Von Rokil aus geht es dann in der Regel auf die Rokil 08 Transition. Die führt uns dann hier parallel quasi zum Endanflug erstmal entlang des Platzes. Dann würden wir hier in den Downwind eindrehen und würden dann hier so lange geradeaus weiterfliegen, bis uns der Lotse Radarvektoren linksrum nach Margat gibt. Und in unserem Fall würde ich einfach sagen, dass wir uns später einen Direct geben nach Delta Mike 431. Müssen wir mal gucken, ob der Wegpunkt schon drin ist. Ansonsten, das ist der Wegpunkt vor Margat, also bevor es auf unser ILS geht. Und dann fliegen wir von Rokil einfach dorthin, weil wir sind ja offline unterwegs. Da müssen wir nicht dieses ganze Geschlinger hier abfliegen. Auf 5000 Fuß geht es dann von Margat los mit dem ILS. 80 Grad der Inbound-Course, 3 Grad Glideslope runter auf die Bahn. Final Altitude bei 2700 Fuß, bei 3,9 Meilen vom ILS.
und das Minimum Cut 1 sind 1670 Fuß. Das geben wir uns gleich einmal in den Flieger ein. Wenn wir also da die Bahn sehen, ist gut, dann können wir landen. Und wenn wir die Bahn da nicht sehen, dann müssen wir eben durchstarten. Und dann seht ihr, wir können auch eine Cut 3 Bravo Landung theoretisch in München auf der Zero Eight Left machen. Also eine Landung mit quasi keiner Sicht mehr, mit nur noch 75 Metern Sichtweite. Und da sollten wir auf jeden Fall mit runterkommen. Sollten wir die Bahn bei unserem Cut 1 Minimum nicht sehen, was ja aktuell relativ wahrscheinlich ist, dann würde der Mist Approach geradeaus gehen bis 1900 Fuß oder eine Meile von Delta Mike November, whichever is later, und dann geht es links herum zum Mike NDB hier hoch und wir steigen auf 5000 Fuß. Die Bahn in München, 4000 Meter lang, 60 Meter breit, 3 Guard Puppies passen zum Profil links von der Bahn. Was Besseres finden wir eigentlich nirgendwo und die MSA rund um München auch relativ entspannt mit 3700 Fuß, heißt auf 4000 Fuß sind wir jederzeit safe unterwegs. Und wenn wir dann gelandet sind, geht es nach rechts rum runter von der Bahn. Ich würde Autobrakes Medium selektieren, dass wir dann hier über Alpha 5 schon die Bahn verlassen können. Und dann sind wir in Lufthansa-Flieger, parken also hier am Apron 2 irgendwo. Und dann erwarte ich, dass es da über Alpha 9, Entry November 3 hingeht. Und dann auf Whiskey 2, zum Beispiel zum Stand 208. Die Frequenz fürs ILS nachher, die müssen wir uns auch noch einmal merken. Das ist die 109,5, weil das ist ja noch ein älterer Airbus. Dann müssen wir die ILS-Frequenz noch von Hand eingeben. Mit diesen ganzen Informationen hüpfen wir jetzt zurück ins Cockpit und geben das einmal alles hier in den Flieger ein. Weil wir sie gerade schon rausgesucht haben, fangen wir mit der ILS-Frequenz an. Das war die 109,5 mit einem Kurs von 80 Grad. Also das ist der Inbound-Kurs, auf dem wir auf die Bahn zufliegen, und das ist auch der Inbound-Kurs für unser ILS. Das haben wir jetzt schon mal eingegeben. Dann können wir auf der Takeoff-Approach-Page noch einmal unser Minimum eingeben. Die MDA, die Minimum Descent Altitude oder Minimum Decision Altitude, sind 1670 Fuß. Auch die geben wir einmal ein und dann können wir hier noch auswählen, in welchem Klappensetting wir landen möchten. Entweder mit Flaps, mit Slats 30 und Flaps 40 oder mit Flaps 20 und Slats 20. Das können wir uns aussuchen. Da wir mit Autobrakes Medium landen möchten, macht es durchaus auch Sinn, das höhere Klappensetting zu nehmen. Dann ist nämlich unsere Approach Speed etwas kleiner. Dann möchten wir gerne eine Wind Correction von 5 Knoten noch auf unsere Approach Speed oben drauf rechnen, einfach um da auf der sicheren Seite zu sein. Und dann können wir hier oben noch einmal Autobrake Medium auswählen. Das war das besprochene Setting für die Landung. Und wenn wir jetzt hier einmal auf das ILS umswitchen, dann seht ihr, hier unten haben wir auch schon unser Layout für dann später den Localizer, zusätzlich hier zum Glide Slope. Was wir auch noch einmal einstellen müssen, ist unsere Landing Altitude. Das können wir hier drüben machen. Da hatten wir vorhin die 200 Fuß für den Return-Fall nach Düsseldorf eingedreht. München liegt jetzt auf 1500 Fuß. Und also auch diese 1500 Fuß müssen wir jetzt hier noch einmal in den Flieger eingeben. Dann sind wir jetzt gerade an Frankfurt vorbeigeflogen. Wir gucken mal, wie weit es noch ist bis nach München. Und wir können sehen, es sind noch 118 Meilen. Wir hatten vorhin gesagt, wir möchten gerne 112 Meilen vorher in den Anflug gehen. Das heißt, wir können jetzt schon langsam mal unsere Höhe reduzieren. Gehen erstmal auf 10.000 Fuß runter. Und wir möchten unseren Descent gerne mit einem 3 Grad Profil ungefähr machen. Das heißt, wir gucken auf unsere Ground Speed, 430 Knoten. Wenn wir unsere Ground Speed von 430 Knoten durch 2 teilen, dann kommen wir auf 215. Wenn wir da noch eine 0 dranhängen, müssen wir also mit 2150 Fuß Vertical Speed in den Descent gehen, um ein 3 Grad Profil zu fliegen. Das können wir nicht eindrehen, also drehen wir einfach mal 2100 Fuß pro Minute ein, hier bei Vertical Speed. Und dann seht ihr auch, der Flieger wechselt automatisch in Vertical Speed und hat jetzt Alt Blue Flight Level 100. Damit gehen wir von der Reiseflughöhe runter, können die Seatbelts wieder einschalten. Und es geht auch direkt in die Wolken rein. Das heißt, wir müssen so ein bisschen ein Auge auch auf die TAT haben. Die ist jetzt gerade bei minus 24 Grad, also definitiv in dem Bereich, wo wir mit Icing rechnen müssen. Das heißt, wir machen jetzt unser Engine Anti-Ice einmal an. Während wir unsere Höhe reduzieren, können wir auch gerne schon mal das Q&H vorwählen. Dazu einmal hier wieder auf den Pulse Standard Knopf draufdrücken. Dann wählen wir unser Q&H 1033 von München aus. Dann aber wichtig, zurück wieder auf Standard stellen. Nicht, dass man jetzt hier auf Flightable 330 schon auf Lokalluftdruck unterwegs ist. Macht es uns aber später dann einfacher, wenn uns der Lotse eine Clearance auf eine Altitude gibt, einfach hier einmal drauf zu klicken und dann schon direkt das richtige Q&H zu haben, anstelle davon, dass wir das dann später noch irgendwie in der Hektik schnell eindrehen müssen. Wir befinden uns also schon wieder im Anflug auf dem Flughafen von München und an der Stelle soll es das für diesen Teil des Tutorials gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wie immer ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Wenn noch Fragen sind, lasst es mich wie immer sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten schaut gerne bei Twitch vorbei. Da fliegen wir den A310 bestimmt auch wieder in naher Zukunft regelmäßig. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfliegen. Kommt gut an euer Ziel, bleibt gesund und always happy landings.